Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und ja, heute orakel ich das Spiel Bayern gegen Wolfsburg. Ich wollte eigentlich den ganzen Spieltag machen, aber das war mir zu viel geworden. Tut mir leid. Ich versuche nach der Winterpause das wieder mit den ganzen Spielen zu machen. Ja, ich habe wieder für jede Halbzeit ein Booster. Ich denke mal, das reicht auch. Ja, da würde ich sagen, ich starte direkt mal und los geht's. So. Schauen wir mal. Also ich würde mal tippen auf ein auf ein 3 zu 1 für die Bayern. Ich muss mal kurz hier drehen. Ah ja. Jo. Also immer noch alles verdreht. Das ist schlimm. So, wir haben als erstes die Meisterschale der ersten Bundesliga. Dann haben wir hier von Mainz Unisivo. Dann haben wir hier von Paderborn. Antwi Adjei. Dann haben wir hier von Leverkusen Mitchell Weiser. Dann haben wir hier von Köln Timo Horn. Also Timos Horn. Dann haben wir als nächstes von Werder Bremen Möwald. Dann haben wir hier von Paderborn Hünemeier. Und da haben wir das 1 zu 0 für Wolfsburg. Oder 0 zu 1, sagen wir so. Die spielen hier auswärts in München. Durch Gerhard. So. Dann haben wir hier das 1 zu 1 durch Serge Gnabry mit dem Matchwinner-Karte. Oh yeah. Und da haben wir noch die Clubkarte von FC Bayern. Und die lege ich jetzt einfach mal hier da oben hin. Passt ja eigentlich. So, dann wäre die erste Halbzeit gelaufen. Ja, zur Halbzeit 1-1. Ja, da würde ich mit leben können. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch läuft. Also jetzt, wenn ich jetzt noch die Wolfsburg-Karte hier ziehe, wäre es wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mit der zweiten Halbzeit und los geht's. Ja, ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie das Spiel ausgehen würde. So, erstmal wahrscheinlich wieder hier alles drehen. Ja. Zack, 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 zack. So, wir hätten Starspieler von Hoffenheim, Kramaric. Dann hatten wir hier von Jahn Regensburg, Grüttner. Dann hätten wir hier von der Hertha, Ibisevic. Dann hätten wir hier von Augsburg Moravec. Dann haben wir hier von Gladbach Leiner. Dann haben wir hier von Wien Wiesbaden Kyere. Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Tut mir leid. Dann haben wir hier von Mainz 05 Brosinski. Dann haben wir hier von Frankfurt Abraham. Dann haben wir hier von Schalke 07 Mascarell. Ne, natürlich Schalke 04. Und die letzte Karte wäre hier von Gladbach Ginter. Und ja, somit ist das Orakel beendet.
Ja, das Orakel hat gesagt 1-1. Das hoffe ich natürlich nicht. Also ich hoffe auf ein 3-1 für die Bayern. Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.